Ich will der Allerbeste sein. Keiner vor mir war. Ey, hast du dir jetzt mal Pokémon angeschaut, die Serie? Furchtbar. Furchtbar, ey. Das ist so hässlich alles. Team Rocket schaut so voll furchtbar aus. Ohne große Umwege fange ich auch gleich mal an. So. Willkommen zurück zu meinem kleinen Pokémon-Team hier. Ich stelle jetzt erst einmal jeden vor. Hier haben wir Anton. Bei Psycho halt, ne? Aber der ist ja auch ein kleiner Psycho. Dann haben wir hier Bisasam, ne? Den habe ich auch schon fertig gebaut. Ich habe eigentlich alle schon fertig gebaut. Bis auf einen. Ein. Der beste von allen. Und der putzigste von allen. Ah, da freue ich mich schon drauf. Beim letzten Mal haben wir hier den hier gebaut. Ey, was habe ich da immer gesagt? Vulpix habe ich immer gesagt, ne? Das ist halt voll nicht Vulpix. Das ist halt Evoli. Wieso hat mich auch überhaupt keiner korrigiert? Ramir Schöggel. Was kann der eigentlich? Der kann hier auch sein Schwanz ein bisschen hoch und runter bewegen. Und dann haben wir hier Glumanda. Oh, ich habe jetzt echt kurz den Namen vergessen. Und da haben wir sie. Und um diese Familie komplett zu machen, kommt noch das mit hinzu. 116 Teile. Für mich schon sehr viel. Ja. Aber auch bei 116 sollte man vielleicht ein klein wenig sortieren. Ah, hier ist der Mund. Da ist alles süß. Das noch einmal ein Auge. Hä, wie viele Augen gibt's denn bitte beim Pikachu? Ich habe jetzt 3. Das muss ich mal zeigen. Oh, oh. Wow. Allmächt. Ich hab's noch gefunden. Ey, aber wieso? Also ich habe von diesen Dingern hier... Ach, ein Ersatz. Da gibt's ja natürlich, falls mal was verloren geht hier, wie jetzt gerade eben. Hätte ich eigentlich gleich liegen lassen sollen. Ich habe eh 3 davon. So, dann habe ich mal wieder ein Katzenhaar dazwischen, obwohl ich keine Katze besitze. Du lachst bestimmt so, ne? Die sortiert ernsthaft bei 116 Teilen. Ja, ich will natürlich auch die Spannung ein bisschen hier heben. Kommt drauf an, wie viele Steine das Set hat. Unter 300 Steine sortiere ich gar nichts. Ja, ich eigentlich auch nicht. Das ist jetzt nur so halt, ne? So. Ey, ich bin schon beim dritten Schritt. Wie viele Schritte gibt es denn eigentlich? 24. Wenn der mir runterfällt, ne? Und schon geht's los. Ach komm, die blöden Dinger. Ey, ich hol mir irgendwann einen Sekundenkleber und klebe die einfach fest. Jedes Mal, wenn ich den Pikachu zeige, fällt die Ferse ab. Ich habe eh nie vor, den auseinanderzubauen. Also ich könnte gewisse Teile einfach echt dran kleben. Machst du das auch? Macht das sonst noch jemand? Also wenn das jetzt falsch ist, kriege ich es nie wieder ab. Okay, ist richtig. Puh, zum Glück ist richtig. Oh, magst du One Piece? Natürlich mag ich One Piece. Ich habe hier einen kleinen Ruffy. Aber der kibbelt immer ganz leicht. Das hält irgendwie nicht so gescheit. Gibt's eigentlich jemand, der One Piece nicht mag? Oh Mann, ey. Moment. Jetzt muss ich erst das mal wieder schön ordentlich hinstellen. Oh, und jetzt ist ganz abgangen. Oh, jetzt kommen die Augen dran. Oh. Das wird jetzt ein Kampf, glaube ich. Die drauf zu machen. Oh, es ist dran. Okay, es wird doch kein Kampf. Schau dich mal die nächsten Schritte an, wie die ausschauen. Jeder einzelne Stein ist ein Schritt. Ey, ich habe das doch genauso gemacht, wie es da steht. Oh oh, und da... Ach, ich habe das schon. Puh. Ah, ich verstehe. Und da wird dann das Schwänzchen dran gemacht, ne? Ah, oh, cool. Ah, das besteht auch wieder aus lauter Kleingrusch, ey. Furchtbar. Habe ich nicht richtig zugedrückt? Bringt mir den Kleber. Irgendwann klebe ich wirklich einfach alles zusammen. Wie rum kann das? So. Oh, jetzt haben wir es. Das sieht toll aus. Ja, wird schon so stimmen. Muss stimmen. Aber ich habe noch so viele Teile übrig. Ach so, die Ohren muss ich ja auch noch machen. Echt? Bleibt das so viel übrig? Vor allem voll die Teile, die voll unwichtig sind. So. Du darfst nichts anders verlieren, außer so ein Teil. Okay. Seid ihr bereit? Es kommt. Habe ich es richtig rum? Ja, ich habe es richtig rum.
Die Wölbung gehört nach außen. Es kommt. Das letzte Ohr dran. Ah, es ist fertig. Es ist fertig. Meine komplette Sammlung ist fertig. Wie findet ihr? Schaut es nicht süß aus? So? Es ist nicht putzig. Aber es ist putzig jetzt. Ihr seht es wahrscheinlich gar nicht, aber ich sehe hier ein kleines Haar drin stecken und es regt mich auf. So, jetzt passt, oder? Nein, jetzt kann man es da hinten nicht sehen. Ich suche nämlich gerade die perfekte Pose, weil ich muss ja dann später noch ein tolles Bild machen, ne? Wollt ihr jetzt halt mal den Unterschied sehen von dem Kleinen oder mal den Vergleich sehen von dem Kleinen zu dem Großen? Ich mag das immer, wenn ein Ohr irgendwie so... Oder sollen wir beide machen? Oh Gott. Das ist bei Evoli so voll traurig. So, das schaut einfach viel zu süß aus. Nee, da will ich ein Ohr oben und das andere so leicht schief. Das gefällt mir immer am besten. Der kann sein Schwänzchen komplett drehen. Das ist echt krass auch. Das letzte Pokémon, was ich gespielt habe, war auch auf dem N64. Das Pokémon Stadium, das habe ich sogar da irgendwo. Wenn man generell von Pokémon-Spielen ausgeht, dann ist das letzte tatsächlich Pokémon Go, was ich immer noch hin und wieder spiele. Das war's jetzt auf jeden Fall mit meiner Pokémon-Reihe. Ich habe es endlich vollendet. Vielleicht hole ich mir noch diesen einen Ball. Da muss ich mal gucken, wie groß der ist. Und wo ich den hinstelle. Bei mir geht auf jeden Fall schon der Platz zu Ende. Ist alles schon vorbei. Ich habe eigentlich absolut keinen Platz mehr. Ich müsste umziehen, damit ich wieder irgendwo was unterkriege. So. Na gut, auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei wart. So habe ich nicht alleine den Pikachu gebaut. Auf jeden Fall. Ich muss jetzt dringend wohin, sonst passiert ja noch ein Missgeschick. Das sollte, wenn möglich, nicht live passieren. Und dann versuche ich es jetzt noch einmal. Vielen Dank fürs Zuschauen. War auf jeden Fall voll cool, dass ihr dabei seid. Gute Nacht und bis nächste Woche dann.